So, ihr Lieben, Freiheitskämpfer, Freiheitsliebenden, ich grüße euch und ich freue mich, dass ihr so zahlreich da seid. Ich glaube, ich habe genug Licht. Ich fange mal an mit Artikel 8 des Grundgesetzes, und zwar im Hinblick auf die Versammlungen in Leipzig letztes Wochenende. Ich zitiere also aus unserem Grundgesetz, auf das ich große Stücke halte und das gerade von den Regierenden missbraucht und misshandelt und eingekürzt wird, wie sie es gerade für richtig halten. Artikel 8. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Der Vollständigkeit halber füge ich noch den Absatz 2 hinzu. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Beschränkt, nie eingeschränkt, beschränkt werden. Und jetzt ist das Grundgesetz wirklich gut verfasst, weil die Menschen 1948 gab es die Versammlung, ich kriege gerade den Namen nicht mehr zusammen, ich glaube eventuell Bundesversammlung hieß es, die also das Grundgesetz ausgearbeitet haben. 1949 wurde es dann beschlossen, ich glaube am 23. Mai 1949, wenn ich mich recht entsinne. Und jetzt passt ihr auf, jetzt kommt nämlich Artikel 19. Soweit lesen die meisten gar nicht. Moment. Absatz 2 von Artikel 19. In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. Und jetzt frage ich euch, Grundrechte sind Individualrechte. Man muss es wirklich Silbe für Silbe sprechen. Individualrechte. Sie gelten also für jeden Menschen einzeln und nicht etwa für Gruppen. Und deswegen ist die Beschränkung auf 1000 Teilnehmer pro Demonstration ganz offensichtlich grundgesetzwidrig. Und leider ist es in Sachsen auch so, dass die meisten Richter, und da rede ich vor allem von den Verwaltungsgerichten, die Richter schlagen ihre Haken zusammen, wie wir das vor ein paar Jahrzehnten schon mal hatten. Ihr solltet euch schämen, ihr rückgratlosen Bücklinge! Wie gesagt, ein bisschen dunkel und ich habe mir das kleine Grundgesetz für die Hosentasche nur mitgenommen, deswegen ist es ein bisschen schwierig zu lesen. Viele von euch kennen Artikel 20 des Grundgesetzes, allerdings meistens nur den vierten Absatz. Dankeschön. Ich lese euch mal einen anderen Absatz von Artikel 20 vor. Und zwar in dem Fall Absatz 3. Die Gesetzgebung, das ist also der Bundestag und der Sächsische Landtag und so weiter, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung. Genau. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung. Die vollziehende Gewalt, das ist unter anderem die Polizei. Und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Das richtet sich vor allem an die Polizei, die also in Leipzig unter anderem dafür gesorgt hat, dass Wasserwerfer eingesetzt werden sollten und die mit Pfefferspray umgegangen sind, als seien es kleine Gutzel. Es gibt im Beamtengesetz, da habe ich jetzt gerade nicht den Paragraphen auswendig, aber es gibt eine Regelung und die heißt Remonstrationspflicht. Auch das muss man Silbe für Silbe aussprechen. Remonstrationspflicht. Es ist kein Recht. Es ist eine Pflicht, wenn ein Beamter auch nur den Eindruck hat, dass sein Vorgesetzter ihm einen Befehl gibt, der gegen das Grundgesetz und gegen Recht und Ordnung verstößt, dann hat jeder Beamte, jeder Polizeibeamte die Pflicht,
dagegen zu widersprechen und diesen Befehl nicht auszuführen. Die sächsischen Polizisten nehme ich davon, von meiner Kritik weitestgehend aus, weitestgehend. Schreibt's euch hinter die Löffel, liebe Polizisten. Ihr habt eine Pflicht, gegen offensichtlich rechtswidrige Befehle Widerspruch einzulegen und die nicht auszuführen. So, jetzt habe ich mir heute einen Zettel gemacht. Da steht viel drauf. Alles werde ich nicht sagen können. Ihr müsst mich dann bremsen, wenn ich zu lange spreche. Also, Corona-Zahlen. Ich führe, wie ihr wahrscheinlich wisst, seit 7. März 2020 täglich die Corona-Statistik für Dresden. Es sind alles offizielle Zahlen der Landeshauptstadt, des RKI und des DIVI-Intensivregisters. Ich sauge mir diese Zahlen also nicht aus dem Finger. Ich habe inzwischen noch ein neues Tabellenblatt angelegt, da vergleiche ich den Zeitraum vom 29. September 2020. Da gab es die ersten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona letztes Jahr mit dem diesjährigen Zeitraum. Und ich kann euch sagen, es wird inzwischen schon wieder so viel getestet wie letztes Jahr im Dezember. Das heißt, es gibt jetzt am 8. November, in dem Zeitraum 29. September bis 8. November, dreimal so viele positive Fälle wie im letzten Jahr, Zeitraum des Vorjahres. Das schlägt sich allerdings weder in den sogenannten Corona-Toten noch bei den Krankenhauseinweisungen nieder. Und ich kann euch sagen, inzwischen haben die Krankenkasse eine, naja, wunderschön ist übertrieben, eine Website aufgesetzt, zumindest ist sie mir jetzt bekannt geworden. Und da steht also drin, nicht das, was die Gesundheitsämter des RKI melden, sondern da steht drin, was die Menschen wirklich hatten. Und Covid kommt da drin verhältnismäßig selten vor, zumindest als Hauptdiagnose. Das sind also Herzinfarkte als Hauptdiagnose, Nebendiagnose Covid. Was heißt das? Derjenige muss den Test machen, als er wegen seinem Herzinfarkt aufgenommen wurde. Und dann wird derjenige vom RKI als Covid-Fall gezählt, obwohl er wegen einem Herzinfarkt im Krankenhaus ist. Weiter will ich darauf nicht eingehen. Ich habe mir vorgenommen, meine Reden mache ich sowieso, schneide ich abends noch und auf meinem YouTube-Kanal, der heißt wie ich, Gregor Schäfer, ihr findet es also, werde ich also meine Rede von heute Abend rausschneiden aus diesem langen Livestream und werde unter dem Video in der Videobeschreibung die entsprechenden Links hinterlegen und ihr könnt also spätestens morgen früh selbst nachgucken, wenn euch denn danach ist. So, was haben wir noch? Testpandemie habe ich mir noch aufgeschrieben, Fragezeichen. Ich habe am Wochenende ein Video gedreht, während ihr fleißig in Leipzig demonstriert habt. Ich war also nicht in Leipzig. Und habe die Stadträte aufgefordert, endlich ihren Arsch hochzukriegen. Heute war eine Sitzung des Finanzausschusses und dort wurden zwei Anträge behandelt, und zwar nicht öffentlich, weil beratend. Und zwar fordern die Dissidentenfraktion, Dissident, ich habe nachgeguckt, ein Synonym für Dissident ist Querdenker. Also die Dissidentenfraktion besteht aus vier Männern, in der Regel drei alte weiße Männer. Johannes Lichti, ehemals Grüner, also Grüne Fraktion. Michael Schmählich, ehemals Grüne Fraktion. Martin Schulte-Wissermann, Piratenpartei, da war ich auch mal Mitglied bis vor 8 Jahren. Der Max Aschenbach von der Partei Die Partei, das ist der Hofnarr des Stadtrates. Die fordern also, dass nur Geimpfte ihre Schnelltests bezahlt bekommen sollen und die Ungeimpften, die sollen obligatorisch getestet werden, wenn sie zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen wollen. Aurahusten. Ja, genau. Die sollen natürlich dafür bezahlen. Also die Dissidentenfraktion, die möchte die Geimpften und die Ungeimpften trennen, möchte also eine Impfapartheid herstellen und möchte damit die
Impfbereitschaft der Ungeimpften erhöhen. Ich lehne das ab. Wie sieht's bei euch aus? Der Antrag wurde also heute zum ersten Mal beraten. Das wird wohl noch bis in Dezember dauern, bis er dann im Stadtrat beschlossen oder eben nicht beschlossen wird. Und der zweite Antrag, der ist nicht viel besser, der ist von der Fraktion der Freien Wähler. Der läuft darauf hinaus, dass sie also gleiches Recht für alle haben wollen und wollen also wieder kostenlose Tests haben. Und ich sage euch, das ist eine nette Verlockung, aber der Wirtschaftsförderungsausschuss, der also am 10., das ist übermorgen, berät, wiederum nicht öffentlich, und es ist gar kein Vorwurf, weil beraten, da sollen die sich mal austauschen. Der Punkt ist, am 21. April diesen Jahres hat der Wirtschaftsförderungsausschuss für rund 585.000 Euro Schnelltests eingekauft, und zwar Selbsttests für Laien, für die Stadtverwaltung, für die Eigenbetriebe und die städtischen Gesellschaften. Jeder dieser Tests hat ungefähr 3 Euro im Einkauf gekostet, etwas weniger. Das sind also insgesamt 195.000 Tests, die man angedacht hatte, und diese Rahmenvereinbarung mit 2 Anbietern läuft also Mitte November aus, und dann testet die Stadt offenbar ihre Angestellten nicht mehr, warum auch immer. Es hat mir keiner der Stadträte bisher geantwortet, ich habe eben noch mal in meine E-Mails geguckt. Ich habe also ungefähr 20 Stadträte angeschrieben, vielleicht sogar 25, auch wieder keine Antwort. Um einen positiven Schnelltest bei Schülern, und zwar jetzt im Sommer, zu erreichen, mussten ungefähr 10.000 Schüler getestet werden. Das heißt, um einen einzigen positiven Schnelltest bei Schülern zu bekommen, hat man rund 30.000 Euro ausgegeben. 30.000 Euro für einen positiven Schnelltest. Haltet ihr das für verhältnismäßig? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verteidige auf Facebook und hier auf Demos regelmäßig die Politiker, und zwar die demokratisch Gewählten. Und ich werde es auch in Zukunft tun. Viele von denen haben einen 40-Stunden-Job und machen noch mal 10 bis 20 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Aber was dieser Stadtrat im Moment, 35 bürgerliches Lager, 35 linkes, progressives Lager, wenn man so will, wobei ich das in Anführungszeichen setzen würde mit dem Progressiv. Also der Stadtrat ist mitten in der Mitte geteilt, der Oberbürgermeister hat die 71. Stimme und er tendiert seit Jahren nach links. Links von mir, links von rechts, von euch. Es ist gruselig. Dieser Bürgermeister will nächstes Jahr wiedergewählt werden. Noch hat er sich nicht öffentlich dazu bekannt, ob er wieder antritt. Aber wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen, dass dieser Aussitzer und Verwalter, der keine Zukunftsvision für diese Stadt hat, außer uns als Smart City in eine Überwachungsstadt zu führen, der will wohl wieder antreten, und es gibt noch keinen Gegenkandidaten. Um mal langsam mit meiner Rede, ich höre mich gern reden, habe ich schon erzählt, zu Ende zu kommen. Ihr könnt nach wie vor ein Bürgerbegehren unterzeichnen als Dresdner. Renate winkt damit, Dankeschön. Um ein Bürgerbegehren zu unterstützen für die Abwahl des Oberbürgermeisters Dirk Hilbert. Oh Gott, jetzt falte ich den Zettel auf und sehe dann noch die Leer. Ich will mich kurz halten. Also, letzte Woche Donnerstag hätte ich eigentlich ein Bürgergespräch mit der Sozialbürgermeisterin gehabt, mit der Christine Claudia Kaufmann, KKK. Wer weiß, wofür die Abkürzung noch steht? Kuckucksklan. Richtig. Kuckucksklan. Ich will damit gar keine Parallele herstellen, das ist mir gerade nur so eingefallen. Also, die Sozialbürgermeisterin hat also damit geworben, dass man zur Bürgersprechstunde zu ihr kommen kann. Was sie nicht reingeschrieben haben ist, dass dort die 3G-Regeln gelten. Also wir nehmen nur Bürger, die entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Ich habe also angerufen und habe gesagt, ich bin weder genesen noch getestet noch geimpft. Jetzt ist es raus. Kriege ich denn auch ein Telefongespräch? Na klar, kriegen Sie ein Telefongespräch. Also, was ist passiert? Morgen zum 8 ruft mich ihr Büro an und sagt, die Sozialbürgermeisterin ist leider erkrankt.
Ich weiß also nicht, an was sie erkrankt ist. Das geht mich auch einen Scheiß an. Natürlich geht jeden Deppen im Supermarkt und wo auch immer unser Impfstatus und unser Maskenattest was an, aber der Gesundheitszustand von der Sozialbürgermeisterin geht uns natürlich alle nichts an, und das meine ich ernst. Verdächtig ist nur, dass sie in der letzten Woche öffentlichkeitswirksam für die Grippeimpfung geworben hat und in der Zeitung, unter anderem in der Qualitätspresse der Sächsischen Zeitung, Grüße gehen raus an den klandestinen Alexander Schneider, der sich da hinten versteckelt. Also, man hat ein Foto von ihr gesehen, wie sie von der Ärztin scheinbar eine Impfung bekommen hat. Und zack, ist sie krank nach der Grippeimpfung. Das Gleiche ist mir dies ja schon mal passiert. Da hatte ich ein Bürgergespräch mit dem Oberbürgermeister. Der hatte zuvor seine Corona-Impfung bekommen. Und zack, Bürgergespräch vertagt, weil krank. Hinterher stand in der Qualitätspresse der Sächsischen Zeitung, der Oberbürgermeister sei der lebendige Beweis, dass die Impfung nicht sofort wirke. Dass ihr euch nicht schämt, ihr scheiß Haltungsjournalisten, so einen Scheiß zu schreiben. So, Finale. Und jetzt noch was Allgemeines. Meta-Ebene. Meta, ihr habt vielleicht gehört, Facebook nennt sich jetzt um. Ja, weiter heißt jetzt Twix und Facebook heißt jetzt zukünftig Meta. Also Meta-Ebene heißt hinter der Sache, über der Sache. Ich habe nochmal nachgeguckt bei Sir Karl Raimund Popper. Er war also ein Sir, wurde von der Queen zum Sir geschlagen. Er war ein Philosoph, einer der größten Denker des letzten Jahrhunderts. Ich kann euch nur empfehlen, es gibt sogar YouTube-Videos mit ihm, er ist sehr alt geworden, über 90. Er hat also bis in die 90er Jahre gelebt. Ein sehr, sehr weiser Mann, und er hat unter anderem den Begriff der Falsifizierbarkeit geprägt. Das heißt, wenn ich eine wissenschaftliche Frage stelle, etwas behaupte, dann muss es grundsätzlich möglich sein, es zu widerlegen. Und wenn die Frage nicht so gestellt ist, dass man es widerlegen kann, dann ist es nur Bullshit. Wenn ich also sage, morgen wird es regnen oder es wird nicht regnen, dann ist das eine nette Aussage, aber es hat mit Wissenschaftlichkeit nichts zu tun. Und genauso macht es das RKI. Das RKI, der Markus hat es schon erwähnt, die ändern einfach im Nachhinein die Definition. Zack, Definition geändert, jetzt stimmt wieder der Scheiß, den wir vorgestern erzählt haben. Zwei weitere Begriffe sage ich euch nur so, erkläre ich nie weiter. Korrelation heißt Zusammenhang, Kausalität heißt, das eine geht aus dem anderen hervor. Der kluge Satz, den jemand mal gesagt hat, ich weiß nicht wer, eine Korrelation ist noch keine Kausalität. Sie deutet darauf hin, dass etwas, das eine auf dem anderen beruht, aber es ist noch kein Beweis. Und damit will ich es gut sein lassen und fordere euch auf, wer ein bisschen Bürger spielen will, nee, ich meine das ernst, der kommt zu mir und der kriegt die E-Mail-Adresse vom Oberbürgermeister und von der Sozialbürgermeisterin. Es ist sehr einfach, eine E-Mail zu schreiben. Schwingt euren Arsch hoch, euren Tuches, wie man im Jüdischen sagt. Schreibt eine E-Mail, das tut nicht weh. Und wir leben eben noch nicht in einem absoluten Unrechtsstaat. Euch droht kein Leid. Ich kann es euch nicht versprechen, aber ich würde sagen, es ist sehr sicher, dass ihr keinerlei Konsequenzen befürchten habt, wenn ihr eure Bürgerrechte in Anspruch nehmt, abgesehen mal von Pfefferspray auf Demonstrationen. So, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Lasst euch nicht entmutigen. Werdet aktiv. Macht was. Dankeschön. Danke, Siegel. Vielen Dank, Siegel.